Hallo ihr Lieben, ich bin Sebastian von Schon Cool und nach meinem letzten Hearthstone-Video, nachdem ich glorreich dreimal verloren habe, habe ich mein Kartenset neu zusammengestellt und will das reproduzieren, denn ich habe das letzte Match damit gewonnen. Und ich spiele jetzt nochmal Thrall gegen Jaina und wie man sieht, habe ich beim Münzwurf die 1 bekommen. Und ich fange nochmal an. Das gefällt mir besser. Ich gehe gar nicht auf die Karten jetzt mal so ein. Das wird man im Spielverlauf sehen. Aber ich kann euch sagen, ich bin guter Dinge. So. Mal den Morlock hier. Fühlt sich jetzt eigentlich noch nicht so wirklich viel besser an, muss ich sagen. Das ist wieder der typische Vorführeffekt, der einen so ein bisschen nervt. Aber wir schauen mal. Jetzt nehmen wir den hier und Das gibt's doch gar nicht. 5 Mana-Kristalle in Spot könnte ich natürlich nehmen. Ich glaube, das macht auch Sinn. Da hatte ich noch 2. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, was hat LC? Er hat Ansturm, ist sofort angriffsbereit und der hat auch keine besondere Funktion. Gut. 18 schon runter, das ist doch nicht normal. Ich nehme Spot auf jeden Fall. So, jetzt bin ich am Zug. Er hat kein Kartenset mehr, schon mal gut. Also keine Karte auf dem Deck liegen, das ist schon mal schön. So, jetzt würde ich ganz gerne... Jetzt habe ich nur ihn zum Angriff. Habe ich einen, den ich sofort ziehen kann? Kann zweimal pro Zug angreifen. Jetzt noch nicht. Der zieht eine Karte. Der hat nur einen Lebenspunkt. Würde ich jetzt ungern. Gut, ich habe noch einen Spot da liegen, aber es ist ein bisschen wenig. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Gefühlt ist das für mich schon so. Jetzt sieht das wieder ein bisschen besser gerade aus, aber... Wutanfall, der macht dann 3, okay. 2 Morlocks, auf jeden Fall den würde ich jetzt erstmal nehmen.
Das ist schon mal gar nicht schlecht. Andere Morlocks habe ich jetzt nicht. Der Spot ist ja schon mal nicht schlecht hier. Nehme ich den, glaube ich, noch. So, jetzt ist die Frage. 3, 4. Jetzt kommt so schon das Anfängerherz ins Straucheln. Ich würde ja gerne am liebsten 5, 9, 11. Ich könnte ihm ja ordentlich jetzt runterholen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Einen Spot habe ich auch. Ich würde jetzt ungerne hier, wenn ich jetzt den Angriff attacken, obwohl die macht 4. Gut. Ach, jetzt gehe ich das einfach mal. Da komme ich jetzt natürlich. Würde ich ungern opfern, ne? Ich weiß nicht, ob man das Risiko hier nennt, aber. Wird in der nächsten Runde bereit sein. Ja, okay. Sonst mehr kann ich auch nicht machen. Nee. So, schon mal nicht schlecht. Morlock 2, schon mal 3 weg. Dann hatte ich noch 6, dann habe ich noch ihn hier. So. Hatte ich noch 3. Elementar, der macht 5. Schon mal 6, 8, 12. Ah! Was mache ich denn da? Schnell und staub zuschauen. Zerstört meinen Stahl! Ja, das ist schon mal sehr schön. Gut. Ich bleibe bei Srell und spiele jetzt mal mit dem gleichen Set. Ja. Einfach mal den Jäger. Ich probiere es einfach mal. Srell gegen Rexha. Lasst die Jagd beginnen. Eure Zeit ist gekommen. 1, 2, 3. Ist schon mal gut, oder? Morlock, Namani Berserker und Wolfsreiter. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich glaube, so eine Karte macht am Anfang Sinn zu spielen. Jetzt würde ich natürlich den nehmen. Wen soll ich töten? Das war's. Aha, er hat einen Spot. Zieht 2 Morlocks aus eurem Deck. Ein Ansturm. 3-1. 3-1. Zuckt mein Ohr gerade, sehr gut.
Eine sehr wertvolle Info, Sebastian. Dein Ohr juckt, ja, ist ja Wahnsinn. Jetzt könnte ich den wegkriegen. Den muss ich weghauen. Alles andere macht keinen Sinn. Kostet meinen Stahl! Eigentlich schade, ne? Das kann ich, glaube ich, nichts mehr machen, ne. Kostet meinen Stahl! Mach! Wen soll ich töten? Schnell und stark zuschaden! Der hat nur 2 Angriff 7, das würde ich gar nicht jetzt riskieren wollen. Ich würde eigentlich gern direkt auf ihn jetzt gehen. Ja. Schnell und stark zuschlagen. Sechs nur noch. Ah. Oh. Ja, also im Grunde kann man schon fast sagen, das war's. Ich mach's trotzdem aus Spaß. So, auch schon mal bemerkenswert. Und eine Partie spiele ich jetzt auch noch hinterher. Ich bleib einfach bei Shrell und nehme mal Magierjäger, haben wir Krieger. Zeit ist gekommen. Sieht für mich jetzt auch so ganz gut eigentlich aus. Was ihr wolle. Er hat dann Spot platziert. Jeder Spieler zieht 2 Karten. Nee, das würde ich jetzt noch nicht machen. Ruft einen Morlock-Speer herbei. 1-1. Würde ich den opfern? Klingt für mich jetzt erstmal so am plausibelsten. Ja. Machen wir so. Au, oh, er hat aufgerüstet, dieser Lump. 4 Mana-Kristalle. Das war's. Thank you.
Also diese ganzen Heldenfähigkeiten von ihm kenne ich jetzt natürlich so noch nicht. Deswegen ist es ganz spannend, eigentlich auch nochmal zu sehen. Der ist ja sofort angriffsbereit. Das macht ja auch Sinn, den zu nehmen. Dann hätte ich noch zwei über. Würde ich glatt einen Totem. Das glaube ich jetzt für mich am ehesten. Ja. Kostet meinen Stahl. Das war's. Was ihr wolle. Sechs habe ich jetzt hier. Den Ansturm, das macht ja nochmal Sinn auf jeden Fall, den zu nehmen. Und ein Spot wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, einen zu installieren. Ich könnte euch auch zwei jetzt, oder spart man einen auf? Oder verheizt sich die jetzt schon hier? Dem allerdings könnte ich noch ein... Nee, wir machen... einen Zusatz. Ich habe zu viele Diener. Ah! Oh, das kenne ich auch noch nicht. Ich habe... Ach so, es gibt eine maximale Anzahl. Aha. Okay. Mal gucken, hat der auch noch eine Spezialfähigkeit? Das habe ich noch nicht so ganz drauf hier. Das ist, vielleicht macht das am meisten Sinn. Den opfer ich natürlich nicht. Das heißt den hier. Aha, okay. Musste ich erstmal angreifen. Die Logik ist jetzt auch klar. Das war's. Okay. Das Dingo! Ja! Die anderen Morlocks. Dann habe ich hier noch einen Morlock, da habe ich noch einen Morlock. Alleine Morlock. Der hat 5. Und das ist auch nochmal ein Morlock. Müsste ich ihn nehmen, ihn hier. Das macht gar keinen Sinn. Kostet meinen Stahl! Das waren nur 7. Das macht ja Sinn. Richtig? Ja. Den muss ich ja angreifen, komme ich nicht drum rum, das ist klar. Ja. Das war's. Es wirkt immer wie so ein letzter. Es wirkt immer wie so ein letzter Notnagel, wenn er da sich selber aufrüstet wie so ein Wilder. Keine Ahnung, ob das ein gutes Kartenset von ihm ist. Aber das macht es ja auch spannend, dass man eigentlich erstmal so wenig ins kalte Wasser geschmissen wird und guckt erstmal. Das brauche ich hier gar nicht weiter überlegen. Also das ist erstaunlich einfach, muss man sagen, im Gegensatz zu vorher. Da muss ich muss, also ich hatte ein total schlechtes Kartenset, das ist ja unglaublich. So, wenn man mal sieht hier,
Achso, ne, ich wollte nichts kopieren. Hier von diesem Grimmschuppen-Orakel habe ich 2, Morlockräuber 2 und Steinhauer-Eber. Also die Einer-Kristalle sind 3-mal vertreten hier. 2er, 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene von den 3ern. 6 verschiedene und die 4er. Und alle anderen habe ich gar nicht genommen mit den höheren Mana-Kristallen. Das ist, sieben habe ich zum Beispiel gar nicht drin. Aber da muss, also da tue ich mich als Anfänger auch ein bisschen schwer. Da gehe ich am Anfang natürlich sehr gerne gleich auf Angriff. Fünfer, was habe ich? Neutrale Karten, na gut, ich habe natürlich sämtliche zur Auswahl. Hier habe ich noch einen Spot, hier habe ich noch einen Ansturm. 5-2. Also, für mich als Anfang 6 Mana-Kristalle. Gut, die hat natürlich 5 Ansturm, aber nur 2 Leben. Es wirkt für mich überhaupt im ersten Moment so gar nicht lukrativ. Auch Oger der Felsfäuste mit 6 Kristallen hier. Es klingt für mich schon ein bisschen ausgewogener. Natürlich hat die gleich, ist die sofort angriffsbereit. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Das ist natürlich, es ist schwer so zu filtern alles. Aber ich meine, da geht es natürlich nachher auch ans Eingemachte. Wer sich mit den ganzen Karten, Decks und Sets auskennt, das ist wohl Hearthstone. Schön. Ja, das freut mich gerade riesig. Dann kann ich jetzt auch gleich ins Bett gehen. Nein, die Uhr da unten stimmt natürlich nicht mit 3.37 Uhr. Die habe ich gerade irgendwie falsch eingestellt. Ja, Hearthstone, mein Resümee für heute, doch kein so schlechtes Spiel. Ich werde mal gucken, ob ich, also irgendwie habe ich mich auf Thrall jetzt eingespielt, ob ich mit dem weiterspiele oder nicht, muss ich mal gucken. Aber ich denke mal, in meinem nächsten Spiel werde ich mal, ich spiele mal von oben nach unten. Ich spiele mal dann Schamane gegen Schamane und dann Druide, Priester, Schurke, Paladin, Hexenmeister, ja genau. Und dann mal gucken, also wenn ich da auch gewinne, dann habe ich ein relativ gutes Kartenset. Dann bin ich voll auf Angriff am Anfang. Kommt mir als Anfänger natürlich total entgegen. Schönes Ding. Haut rein. Ciao.